Promi-Geflüster, heute so kurz vor der 700. Eine Woche noch, dann haben wir wieder eine runde, volle Zahl. 700 Folgen Promi-Geflüster, Wahnsinn. Aber, wie gesagt, auch immer mal wieder Leute und Gäste, die wir bislang so noch nicht vorgestellt haben. Deswegen heute mal Blick hinter die Kulissen. Christian Geller. Ja, gut, klar, der Name wird euch erstmal vielleicht nicht viel sagen, aber wenn man so zwischen den Zeilen liest bei den aktuellen Alben, die so in den Charts stehen, vorne dran natürlich Giovanni Zarella mit seinem aktuellen Album Ciao, da wird man den Namen finden, oder bei Eloy de Jong oder No Angels wird was passieren. Also wer auch letzthin bei Florian Silbereisen bei den Schlager Champions wieder reingeschaut hat, da ist der Name Programm. Und ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen in die Runde. Christian Geller, grüße dich. Guten Tag, hallo, freut mich sehr. Ja, man sieht schon, du bist mitten am Arbeitsplatz, wo ich dich gerade hier störe, ja. Mehr oder weniger. Ja. Oder das ist dein Reich? Das ist mein Reich. Hier ist sozusagen die kreative Kommandozentrale. Und hier verbringe ich so, wenn ich eben nicht auf Reisen bin mit meinen Acts, wenn irgendwelche Fernsehaufzeichnungen stattfinden oder wenn Meetings sind bei irgendwelchen Plattenfirmen oder Managements, dann bin ich immer hier und gestalte meine Karriere weiter und versuche, möglichst schöne Musik zu machen. Ja, also der Erfolg spricht ja für sich. Ich sage mal, die letzten Produktionen, die du ja hast, die werden ja immer wieder vergoldet und teilweise auch sogar schon Platin. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Wie lange bist du jetzt schon in der Branche sozusagen tätig? Also der erste Nummer 1-Hit, an dem ich mitgearbeitet habe, das war Großer Bruder für Slatko und Jürgen. Das ist mittlerweile 20 Jahre her. Das war im Jahr 2000 im Sommer. Und das war ja damals für die allererste Big Brother Staffel. Und das war eine 0 auf 1 in die Charts, und vorher war ich auch noch nie in den Charts notiert. Das war sozusagen mit dem Turbo irgendwie ein, und glücklicherweise habe ich seitdem auch, bin jetzt im 20. Jahr, wo ich Charterfolge habe, und das eben ohne Delle. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, und das zeigt auch, dass ich mit viel Herzblut meinem Job nachgehe. Und das macht mir wahnsinnig viel Freude. Ja, das ist doch sehr schön, dass da, klar, wenn man dann irgendwann die Früchte auch mal ernten kann, die man sozusagen gesät hat, dann... Die Früchte hängen hier an der Wand, das sind mittlerweile, genau. Ich weiß gar nicht, 40 oder sowas Gold und Platin. Wahnsinn. Als ich damals die allererste bekommen habe für Großer Bruder, die hängt da hinten, das ist Platin, das war natürlich dann noch toll. Da war ich ein bisschen über 20 Jahre alt, und da habe ich damals meine Tante mitgenommen und meinen Onkel und meine Eltern und meine damalige Freundin, und die waren dann alle mit bei der Verleihung, und dann gab es noch eine Verleihung mit so einer Bühne, und da war der Plattenboss da, und dann wurde man aufgerufen und so. Das war richtig spannend. Heute kommen die ehrlich gesagt blöderweise einfach mit der Post. Und dann hängt man die auf. Aber trotzdem, jedes Mal, wenn sowas ankommt, ist es natürlich ganz toll für mich, sowas auszupacken, weil es ist ja eine Bestätigung. Da steht dann mein Name drauf, und da stehen dann ein paar hunderttausend Platten drauf, immer auf dieser Plakette und so. Und das ist schon toll, und da bin ich wirklich gesegnet und sehr, sehr dankbar und weiß das jeden Morgen, wenn ich aufstehe, zu schätzen. Das ist gut. Wie war es denn dann gerade so bei der ersten Goldenen, wie du es gerade vorhin geschildert hast, wo man wirklich noch bei einem großen Empfang durfte und so weiter? Was war das für ein Gefühl damals? Ja, das war, ich habe ja mir sehr früh schon in den Kopf gesetzt, dass ich diesen Beruf machen möchte, beziehungsweise mein Hobby zum Beruf machen möchte. Ich habe mit 8, 9 Jahren schon am Klavier gesessen, habe überlegt, welche Töne zusammenpassen, wenn man dann sowas dann erreicht hat, und mein Traum als Kind war schon immer, einmal in den Charts zu sein, und einmal irgendwie meinen Namen da zu sehen als Beteiligter in den Charts. Das habe ich dann sehr, sehr früh geschafft, und das war natürlich dann die Bestätigung dessen, dass der Weg, den man bis dahin gegangen
war, auch der richtige war. Und vor allem natürlich vor meinen Eltern. Mein Vater ist Kaufmann gewesen, ist mittlerweile Rentner. Mein Vater ist Kaufmann gewesen. Meine Mutter hat auch ein kleines Einzelhandelsgeschäft gehabt, als ich ein Kind war. Und da war es immer so, dass die gesagt haben, mach was Vernünftiges und kümmere dich nicht drum, jetzt irgendwie deine Träumereien nachzugehen und Musik zu machen und so. Das ist alles brotlose Kunst, was Eltern dann so sagen. Ich bin heute auch Vater und kann das nachvollziehen, dass man sich da Sorgen macht und dass man da Ängste hat, auch als Eltern völlig natürlich. Aber trotzdem war es dann, oder gerade deshalb war es dann sehr, sehr schön, dass ich meinen Eltern das Gefühl geben konnte, da hattet ihr mal Unrecht und ich werde meinen Weg gehen. Und das war, an diesem Abend war das besonders spürbar für mich. Mhm, genau, genau. Aber man muss ja erstmal an die Stars sozusagen rankommen, wenn man da jetzt so ein, ja, ich sage jetzt mal 0815 Produzent oder Komponist, wie auch immer, mit einer Melodie da kommt, da denke ich mal, werden ja jetzt nicht gerade einem die Türen offen stehen, oder? Ja, das war immer, also redlich ernährt sich das Eichhörnchen und man muss wirklich sagen, dass wir oder dass ich in dem Fall, dass ich wirklich dafür gekämpft habe. Also ich bin niemand, der sich einfach so wegschicken lässt. Also das ist übrigens heute noch so, wenn Sie heute meine Geschäftspartner fragen, wer ist der Nervigste am Telefon, das bin ich. Das ist aber auch, glaube ich, ein großer Teil des Erfolgs, also dass man eben wirklich davon überzeugt ist, was man tut, dass man daran glaubt und dass man dass man dafür kämpft, seine Ziele zu erreichen. Das sage ich auch immer jungen Menschen oder eben auch meinen Kindern. Das hat gar nichts mit Musik zu tun, sondern das ist einfach eine Lebenseinstellung. Und die habe ich glücklicherweise und die nutze ich eben, habe die in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren genutzt, um meine Musik einfach erstmal an die Künstler zu bringen und dann am Ende eben auch an die Menschen da draußen. Natürlich ist es, denke ich mal, auch nicht ganz einfach, dann jetzt wirklich einen Hit zu landen. Weil da gehört bestimmt auch einiges zusammen, was zusammenspielen muss. Zum einen der Künstler, dann die richtige Komposition, der richtige Text, die richtige Zeit, um auch dann zu veröffentlichen. Und dann eben auch noch, das Publikum es annimmt, nehme ich mal an, oder? Ja, und eine gehörige Portion Glück, die braucht man auch. Ne? Also da braucht man gar nicht um heißen Brei rumreden. Ich glaube immer an das Package. Ein Hit ist dann ein Hit, wenn man Authentizität dabei hat. Also wenn man einen Künstler hat, der authentisch ist, dem man Dinge abkauft, also dem man Dinge abnimmt, wenn er sie erzählt. Das heißt also im Grunde, wenn man einen Künstler hat, der dann den passenden Song hat oder das passende Konzept, siehe Giovanni Zarella jetzt beispielsweise, oder eben Thomas Anders mit Florian Silbereisen, oder eben Heino, mit dem ich gesagt habe, er soll Rammstein singen plötzlich. Das sind alles Sachen, das ist authentisch, man freut sich mit den Künstlern und dann will man auch gerne das Album haben. Und deswegen geht es immer. In meinen Augen geht es nie nur um den Song oder nur um den Künstler oder nur um die Geschichte, sondern das ganze Package muss stimmen. Und dann hat man auch Erfolg. Ja, ja. Du hast es gerade erwähnt, Giovanni Zarella. Ich meine, das ist jetzt das zweite richtige Album. Zwischendurch habt ihr ja nochmal eine... mit die vor mir waren Lieder. Alle falsch, oder? Bitte? Ich sage jetzt so, das zweite richtige... aktuelle Album. Das zweite Album, was ich mit ihm gemacht habe. Genau, das erste war ja da, dann habt ihr ja so ein Deluxe Edition nochmal rausgebracht. Genau, wir haben La Vita e Bella haben wir gemacht im Jahr 2019, dann gab es Ende 2019 die Gold-Edition von La Vita e Bella mit 5 neuen Songs. Das meine ich. Jetzt gibt es das neue Album Ciao und da sind 15 großartige neue Songs drauf und auch zum ersten Mal 3 eigene Songs. Also wir hatten bei dem Album La Vita e Bella nur einen einzigen Song, den ich selbst komponiert habe und das war La Vita e Bella, also der Titelsong. Ja. Und jetzt haben wir uns mal getraut, 3 eigene Songs zu machen, die Giovanni wahnsinnig gut stehen und weil ich glaube, er ist ein fantastischer Künstler, der auch wunderbar eigene Songs transportieren kann. Und deswegen war mir wichtig, dass wir dort den Anteil eigener Songs eben auf dem Album auch erhöhen,
weil Giovanni kann das super tragen und ich glaube, dass die Menschen das auch total mögen, wenn wir dann auch langsam mal anfangen, nicht mehr nur zu covern, sondern eben auch eigene Songs zu machen. Ja, genau. Aber da ist euch ja wirklich ein Glücksgriff auch gelungen sozusagen mit diesen Schlagern, deutschen Schlagern auf Italienisch, mit italienischen Texten versehen. Das ist, glaube ich, ganz gut angekommen draußen, ne? Ja, ich glaube, das, was ich eben erwähnt habe mit dem Package, also das trifft dazu 100% zu. Denn wenn Sie sehen, dass Giovanni ja vorher 15 Jahre auch schon die ganze Zeit gesungen hat, aber den riesen Erfolg, den wir jetzt haben, der blieb aus. Und das liegt genau daran, weil Giovanni macht ja nichts anderes als vorher auch, aber er hat ein Konzept, was ihm die Menschen glauben, und er hat ein Konzept, wofür ihn die Menschen lieben können. Und das ist eben das viel zitierte Package, was eben stimmen muss. Ja, also genau. Giovanni war auch vor mir ein wahnsinnig talentierter Künstler. Und als er dann bei mir zu Hause war und wir angefangen haben zu sprechen, damals, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, habe ich genau das in ihm gesehen, was jetzt ganz, ganz viele Menschen sehen. Nämlich, dass er ein wahnsinnig authentischer, sympathischer Mensch ist, der auch noch künstlerisch sehr, sehr, hochwertige Sachen macht und toll aussieht, toll singt, sich toll verkauft. Also das ganze Package eben. Und dadurch, dass ich eben so einen Künstler in Anführungszeichen zur Verfügung hatte, um dieses Konzept zu machen, deswegen haben wir gemeinsam diesen Erfolg. Ja, dann sind es jetzt 4 Mädels. Die kennt man ja noch aus den 90ern. Die No Angels. Die No Angels, die jetzt auch am Start sind wieder mit Produktionen von dir. Genau, genau. Also bei den No Angels, das ist ja auch eine langjährige Verbindung, die wir da haben. Ich war im Jahr 2001 einer der Songwriter auf den ersten 3 Alben und habe da eben auch schon Songs geschrieben für die No Angels und habe dann hier bei meinen ganzen Awards da hinten, wenn man das sehen kann, zeig doch mal ein bisschen, mal ein bisschen. Ja, da hängen auch die No Angels dabei, ne? Ja. Und das ist eben alles auch jetzt 19 Jahre alt oder 20 Jahre alt, was da hängt, weil wir haben jetzt schon 2021. Die hingen da immer und ich habe denen immer so ins Gesicht geguckt und habe gesagt, Mensch, irgendwann, wenn da mal ein Jubiläum ist, da muss man mal ran und so. Und dann fingen wir an zu sprechen und jetzt hab ich gerade letzte Woche das Album abgeschlossen und wir haben 20 unglaublich tolle Songs aufgenommen. Also das Album wird 20 Songs haben zum Thema 20, also 20 Jahre No Angels, 20 Songs. Das Album kommt am 4.6. raus. Hat ganz neu produzierte und eingesungene Versionen von 15 alten Hits der No Angels. Und wir haben auch 5 neue Songs auf dem Album. Und das ist wirklich ein ganz tolles Package, was man da bekommt. Und ich bin auch der Meinung, das ist genau die richtige Zeit, das jetzt zu machen, weil durch die Pandemie und durch alles, was wir gerade so durchleben, trifft nichts besser zu als der Spruch, früher war alles besser. Und da haben wir einfach das perfekte Thema. Also die No Angels, das ist Teil der deutschen Musik-DNA, die Mutter aller Casting-Bands. Genau, also deshalb, ich glaube da sehr dran und freue mich, wenn die Menschen da draußen das genauso lieben und feiern, wie wir das hier tun im Studio. Sehr schön, da gibt es dann doch einiges zu erwarten, da freuen wir uns schon drauf. Und was gibt es darüber hinaus noch für Projekte, wo du vielleicht mal so ganz grob schon mal ansprechen kannst? Aber ja, ich habe gerade auch angefangen, mit La Fee zu arbeiten. La Fee ist eine Künstlerin, die mir auch wahnsinnig am Herzen liegt. Auch hier ein Konzeptalbum. Also La Fee, als ich die kennengelernt habe, hat mich die Stimme erinnert an die junge Nena. Also die singt wahnsinnig gut. Die hat eine enorme Energie in der Stimme. Die strahlt in den Höhen. Die kann schön tief singen und hat da auch eben eine Tiefe in der Stimme. Das funktioniert super. Und deshalb bin ich, hat dieses Thema auch absolute Chancen im Markt. Ich habe dann, weil es mich so an Nena erinnert hat, die großen Hits der 80er Jahre genommen, die man eigentlich in englischer Sprache kennt. Die haben wir jetzt auf Deutsch aufgenommen. Und das Album wird heißen Zurück in die Zukunft, kommt irgendwann im August. Und
Genau, es ist wirklich ein sehr, sehr gelungenes Album, hat auch eigene Songs, also sind dann irgendwie 10 Covers drauf und 5 eigene oder sowas. Und ich glaube total an Lafay, das ist ein toller Name. Wir hatten sie jetzt auch schon bei den Schlager Champions dabei mit einer deutschen Genau. Version von Material Girl von Madonna. Und damit haben wir jetzt angefangen und das werden wir jetzt über den Sommer hinweg wunderbar erzählen und weiterentwickeln. Und genau, da freue ich mich sehr drauf, den Menschen diese Musik zu zeigen. Ja. Ja, wobei Lafay ist ja jetzt auch nicht ganz unbekannt, die war ja auch schon mal am Markt. Genau. Ist ja, hat ja auch schon 3 Echos gewonnen und also ist alles 15 Jahre her und sie war damals ein Kind. Sie ist jetzt eine ganz tolle 30-jährige Frau. Sieht super aus, bringt alles mit, auch wieder da. Ne? Das Package stimmt, guter Name. Genau, also ein wunderschönes Thema und das kann ich jedem nur ans Herz legen, der auf gute Musik und vor allem auf die 80er Jahre steht, weil das ist wirklich ein tolles Album geworden. Genau. Ja, also ich bin ja eigentlich auch schon lange unterwegs in Sachen Presse und so weiter. Jetzt im 14. Jahr mit Promi-Geflüster. Also durchaus auch schon einige Kollegen sozusagen kennenlernen dürfen. Und ich überlege gerade immer wieder, vielleicht sind wir uns früher schon mal begegnet irgendwo. Das kann Kann durchaus gut sein. sein. Also ich bin ja immer mit meinen Künstlern auch unterwegs und ich bin ja jetzt nicht so der klassische Musikproduzent, der nur im Studio sitzt, sondern ich bin dann mit bei Fernsehaufzeichnungen Ja, oder bei klar. Videodrehs oder bei Fotoshootings und Genau. also deswegen kann das durchaus Ja. sein, dass wir uns da schon mal über den Weg gelaufen sind. Ich sage nur immer wieder, die Namen, wo du jetzt gerade alles so erwähnt hast, die haben wir bestimmt alle getroffen, auch bei Chart Attack bei der Sendung. Ja, bestimmt, Ja, und bestimmt. Also da war ich ja auch immer wieder vor Ort. Ne? ja, das Schöne ist ja, dass im Grunde die Leute, die früher die Bravo Super Show geguckt haben oder Chart Attack So ist es. oder sagen wir mal The Dome oder sowas, die gucken halt heute den Schlagerboom. Ne? Und Ja, klar. deshalb sind diese ganzen Künstler von damals auch wieder so angesagt. Also Giovanni mit Broses oder jetzt die No Angels oder Lafay oder Thomas Anders, der früher mit Bohlen unterwegs war und Modern Talking, der jetzt mit Florian singt. Das sind ja alles Leute, die Leute von damals eben in den anderen Formaten gesehen haben, die wir jetzt in einen neuen Kontext erzählen. Oder eine Maite Kelly, die ja auch wahnsinnig erfolgreich ist im Schlager, die das Genau. auch ganz toll macht. Tolle Künstlerin, früher Kelly Family. Also der Kontext ändert sich, aber die Zielgruppe liebt eben immer noch ihre alten Helden. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das Ganze so erfolgreich ist. TV-Shows, wie sieht's denn da für dich aus? Beziehungsweise, was ist da deine Meinung? Braucht man da noch mehr Musiksendungen oder reichen die zwei, drei aus, die wir aktuell haben dann oder bekommen Also, ein oder nee, also so? grundsätzlich habe ich die Haltung, dass Unterhaltungsshows in Deutschland, da kann man nie genug von haben, finde ich. Aber man darf jetzt auch nicht die Quantität über die Qualität stellen. Ne? Also man muss schon sagen, dass Michael Jürgens da mit den Silbereisensendungen schon einen fantastischen Job macht. Der weiß genau, was er tut, der weiß auch genau, was er nicht tut. Das hat alles seine Gründe und die Shows sind perfekt gemacht. Also das kann man einfach gar nicht anders sagen. Und so wie ich das in der Musik mache, so macht er das 24 Stunden, 7 Tage die Woche für seine Shows. Der ist genauso irre wie ich und das im positiven Sinn. Und das ist wirklich auch der Grund, warum das alles so läuft. Und wenn wir jetzt mal über Giovanni sprechen beim ZDF, da habe ich ganz klar die Haltung, man muss sich da inhaltlich absetzen. Also man darf jetzt nicht einen zweiten Schlagerboom bauen, weil zum einen würde das garantiert nicht funktionieren, weil es eben immer nachgemacht funktioniert nicht. So, also wenn eine so junge Sängerin vor mir steht und wie Céline Dion singt, sage ich immer, Céline Dion gibt es schon, das wird nichts. Und so ist es im TV halt auch. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man dort beim ZDF eben auch einen Weg findet, sich inhaltlich davon abzugrenzen und trotzdem qualitativ eine hochwertige Show zu machen, weil, wie ich eben schon mal erzählt habe, Giovanni Zarella ist ein wahnsinnig talentierter Junge. Definitiv, ja. Der kann ganz, ganz viel und da gilt es jetzt wieder, das Package perfekt zu machen, über das wir heute Morgen schon so oft gesprochen haben. Und das muss man dann einfach in Szene setzen. Und dann glaube ich, hat das auch wirklich gute Chancen. Ja.
Es hat vor allem dann auch gute Chancen, nebenbei oder nebeneinander zu bestehen. Ne? Weil, also wenn man mal sieht, wie das in den 80ern war mit Thomas Gottschalk, Günter Jauch, die waren auch total unterschiedlich, die haben sich nie inhaltlich bekriegt und haben trotzdem beide ihre Daseinsberechtigung gehabt und sind bis heute noch da. Und das 30, 35 Jahre später. Und wenn man das schafft mit einem Florian und mit einem Giovanni, dann hat man alles richtig gemacht. Mhm. Das ist meine Meinung dazu. Ja, nee, da magst du recht haben, durchaus. Nee, und dann wäre natürlich auch hier in der Fernsehlandschaft wieder alles, glaube ich, in Ordnung sozusagen, genau. Nee, man muss halt da schon gucken, dass man zusammenarbeitet und auch gemeinsam die Ziele, die man alle verfolgen, nach vorne bringt. Ja. Ich glaube, es ist genug Platz für zwei Formate, solange sie sich inhaltlich voneinander absetzen. Prima, sehr gut. Ja, wie gehst du jetzt ganz kurz nochmal an, ja, wenn du einen Auftrag bekommst oder ich weiß ja nicht, wie es funktioniert, wie entsteht so ein Titel? Wie gehst du konkret dran? Erst die Melodie, erst der Text? Also Aufträge bekomme ich keine, sondern ich gucke mir die Künstler an, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Und dann gehe ich zur Industrie und sage, das und das habe ich vor und dann kann ich mir glücklicherweise meist aussuchen, mit wem ich da arbeiten möchte. Okay. Aber also es ist im Grunde immer das Gleiche. Ich schaue mir immer zuerst mal den Menschen an, gar nicht den Bühnenmenschen oder den Künstler, den die Leute so sehen, sondern erst mal, was ist das für ein Charakter, der da vor mir sitzt? Mhm. Was sind die Ziele, die der Mensch hinter dem Künstler hat? Wo sieht sich der Künstler in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren? Weil das ist ja total wichtig, weil wenn man so ein neues Kapitel aufschlägt in so einer Karriere, dann ist ja ganz egal, ob man Newcomer ist oder ob man schon mal oben war und vielleicht jetzt eine Delle hat oder so. Es ist halt immer wichtig, dass man glaubwürdig das transportiert, was man da macht im Studio. Und das geht nur, wenn man das auch möchte. Mhm. Und deshalb schaue ich mir immer zuerst den Menschen hinter dem Sänger an und fange dann erst ganz zum Schluss, wenn wir uns wirklich gut kennen, wenn wir Themen besprochen haben, fange ich erst an mit dem Musikmachen. Mhm. Und da gibt es ja bei mir zweierlei Ansätze. Das eine ist eben das Konzept-Ding. Also wenn man was covert, dann sucht man sich eben passende Songs raus, die dazu passen. Oder wenn man eben schreibt, dann schreibt man aber immer erst ganz zum Schluss, wenn man wirklich den Menschen hinter dem Künstler kennt. Okay. Interessant, ja. Und dann gibt es natürlich auch immer viele Nachwuchstalente. Wie sucht man sich da das Passende aus? Oder was kann man den jungen Leuten überhaupt generell mit auf den Weg geben? Ich würde gerne wahnsinnig viel mehr machen, als ich überhaupt kann, aber ich habe einfach die Zeit nicht. Also ich arbeite jetzt schon wirklich 7 Tage die Woche und habe sehr, sehr selten Wochenenden. Aber ich würde immer sagen, und das habe ich eingangs schon mal gesagt, das hat gar nichts unbedingt mit Musik zu tun, sondern das hat einfach mit einer Lebenseinstellung zu tun. Ja. Dieter Bohlen hat mal gesagt, und das ist ein toller Spruch, es ist 1% Talent und 99% Fleiß. Mhm. Das mag viele Menschen erschrecken. Das, was dahinter steckt, ist, es gibt viel zu viele Menschen, die Talent haben, um sich nur durch Talent von der Masse abzusetzen. Es gibt so tolle Künstler, die ich, wenn ich mal bei Instagram oder bei Facebook unterwegs bin und ich schaue mir da so Videos an und so, wenn da so Leute singen, die man nicht kennt, die fantastisch singen, aber tragischerweise werden die meisten nichts. Und da stelle ich mir immer die Frage, woran das liegt. Und da hat Bohlen einfach recht. Die wenigsten sind uneingeschränkt bereit dazu, alles im Leben hinten anzustellen, um diesen einen Traum durchzusetzen. Mhm. Und das meint er mit 1% Talent, 99% Fleiß. Mhm. Das Durchhaltevermögen dazu. Ne? Durchhaltevermögen. Und um das mal ganz, ganz platt zu sagen, ich hätte es jetzt gerade finanziell überhaupt nicht nötig, überhaupt zu arbeiten, aber ich sitze trotzdem 7 Tage die Woche hier. Mhm. Und das macht einfach den Unterschied. Weil man einfach, wenn man liebt, was man tut, und dann ist man automatisch gut in dem, was man tut, solange man fleißig genug bleibt. Und sich dadurch eben absetzt von den Mitbewerbern. Und das ist total wichtig. Auf alle Fälle, das stimmt. Ja, jetzt haben wir dich natürlich von der Arbeit ein bisschen abgehalten, aber ich hoffe, es war ein bisschen eine schöne Abwechslung.
Das war sehr schön. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, dennoch herzlichen Dank dir. Weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg, dass noch wirklich tolle, tolle Musik kommt aus deiner, aus deinem Haus sozusagen und mit deinen Künstlern. Und da freuen wir uns alle schon drauf. Auf vielen Dank. Die Zukunft. Na? Alles Gute, bleiben Sie gesund. Gerne. Und dir auch. Alles Gute. Danke. Und grüß deine Künstler schön. Das mache ich. Vielen Dank.